Liebe Herr Teller und Herr Tellerinnen, es gibt wieder ein neues Video und zwar beschäftigen wir uns heute mit der Problematik, wie erstelle ich ein neues Schaltplansymbol, wenn keines in der Bibliothek vorhanden ist, beziehungsweise wenn ich keines im Download habe. Eine Problematik, die ein Elektroniker irgendwann auf jeden Fall begegnet, das heißt, man kommt immer zu einem Punkt, wo man sagt, ich habe es nicht in meiner privaten Library und ich finde es nicht bei Google, ich finde es auch nicht bei irgendeinem Lieferanten, es gibt einfach keins. Oder, was noch schlimmer ist, es gibt irgendeines, was sowas von falsch ist, dass man besser ein eigenes macht. Wie geht das? Ich möchte es am Beispiel von einem IC zeigen, von der Firma Texas Instruments, und zwar der IC heißt, Datenblatt, TPS 54331, also ein Spannungsregler-IC, Step-Down-Converter, also ein Schaltnetzteil letztendlich. Und dieser IC, den brauche ich heute halt in meinem Design. Das Erste, was man macht, und das ist immer das Erste, ich schaue mir zuerst das Datenblatt an, und zwar vom Anfang bis zum Ende, wo ich die ganzen Informationen für mein Vorhaben finde. Erste Überlegung ist ganz eindeutig, ich schaue mal vom Hersteller auf das Schaltsymbol, was er vorgibt. Und da haben wir schon sehr viele Informationen. Er hat hier das Schaltsymbol und hat die Eingänge und Ausgänge entsprechend benannt. Wenn der Hersteller das ordentlich gemacht hat, wird er schauen, dass er Ein- und Ausgänge links und rechts vielleicht sogar macht, dass er Ground immer eher nach unten macht und die Plus-Betriebsspannungen, die Plus-Spannungen eher nach oben macht. Texas Instruments ist bei den neuen Chips recht genau und recht gut, da kann man sich auf dieses Symbol verlassen. Und letztendlich geht es darum, dass ich so ein Symbol jetzt in Eagle konstruiere. Also das Erste ist, ich schaue mir mal an, wie das Symbol ausschauen soll. Das Zweite ist, ich blätter die ganze Applikation oder das ganze Datenblatt durch und gehe mal ganz runter. Und es ist einfach üblich, dass ganz unten von einem Datenblatt immer die Package Outlines sind, also quasi die entsprechenden Gehäuse. Ich möchte diesen IC einsetzen in dem Gehäuse SOIC und da habe ich jetzt ein Datenblatt mit der Breite und der Länge, also ich weiß, dass der Körper, also das ist der Body, Körper, der hat ca. 4 mm mal ca. 5 mm. Also wenn wir das mitteln, 4,9 und 3,9 ist der im Prinzip breit und lang. Der Abstand der Pins ist auch ein wichtiges Maß. Dieses Maß da, normalerweise als klein e bezeichnet, hat 1,27 mm. Und wir sehen schon, die Klammermaße sind Millimeter und die Maße außerhalb der Klammer sind bei diesem Datenblatt Inch-Maße. Also die Amerikaner und eigentlich die ganze Industrie tut ja sehr viel mit Inch herum, das wissen wir ja mittlerweile sowieso. Die Höhe wäre da mit maximal 1,75 mm angegeben. Also haben wir schon mal die Größe von dem Bauteil, wir haben auch den Pinabstand, den wir brauchen und wir wissen, dass ein SOIC von der Firma genannt wird. Und wenn wir Glück haben, werden wir so ein Gehäuse wahrscheinlich schon vorgefertigt finden. Es steht ja immer irgendwo dabei was von G-Deck, das ist da herunten. Die MS-012 Variation AA, also da kann man sich auch anhalten. Oft findet man bei Card-Systemen die Angabe MS-012 AA, dass man quasi weiß, das ist das Gehäuse SOIC. Zwei Informationen habe ich mal kurz. Ich weiß, wie groß der Chip ist. Und die nächste Information, ich weiß, wie das Symbol am besten ausschauen soll. Es gibt eine weit verbreitete Geschichte, die leider weit in den Bastelbereich hineinkehrt. Es gibt unheimlich viele Leute, die hergängen und sagen, ich zeichne das Schaltplansymbol so, wie die Pins ausschauen. Also ein Kastel, vier Anschlüsse rechts, vier Anschlüsse links und dann schreibe ich nur daneben, wie die heißen. Herrschaften, das ist einfach absolutes Bastlerniveau und gehört nicht in eine professionelle Geschichte. Warum? Bei einem professionellen Design, wie wir das machen wollen, wäre diese Vorgangsweise völlig falsch. Also quasi ein Schaltplansymbol zu zeichnen, was so ausschaut und da vier Anschlüsse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das kann es einfach nicht sein. Was brauchen wir? Wir brauchen links die Eingänge, wenn es geht, rechts die Ausgänge, wenn es geht.
nach oben hin die Plusleitungen, nach unten hin die Groundleitungen. So wäre es super und da nach oben hin nichts, weil da wollen wir ja beschriften letztendlich. Und genauso werden wir das jetzt versuchen im Eagle zu machen. Ich lege mir das einmal weg. Erster Schritt, ich muss entscheiden, in welche Bibliothek ich das machen will. Bei mir ist das einfach, ist ein Spannungsregler-IC, also kommt er in die VREC-Bibliothek. Doppelklick, Bibliothek geht auf. In meiner Bibliothek gibt es derzeit nur den LM317, ist okay. Das erste, was ich brauche, ist ein Symbol, das zweite ist ein Footprint und wenn es geht zum Footprint gleich das 3D-Package. Ich fange mit dem Symbol an. Das heißt, ich brauche im Endeffekt ein neues Symbol und das geht am einfachsten, indem wir da unten anfangen mit Add Symbol. Der neue Name für das Symbol, sinnvollerweise soll er so heißen, wie der IC heißt. TPS 54331 heißt der Chip und genauso nenne ich auch das Symbol, dann gibt es keine Verwechslung. Neues Symbol, ja. Jetzt springt das Ganze um zum Symbol Editor. Wir kennen den eigentlich schon. Und ich sehe, da ist der Nullpunkt, das heißt, ich muss versuchen, dass ich symmetrisch um einen Nullpunkt baue, damit das Ganze einen Sinn gibt. Die erste Geschichte ist, ich könnte die Outlines zeichnen. Das heißt, ich könnte hergehen, könnte mir jetzt schon ein Rechteck zeichnen mit den entsprechenden Obmasse, wo ich mir halt das Ganze denke, wie es wird. Aber eigentlich ist es am Anfang besser, wenn ich mir zuerst die Anschlüsse hole. Das sind die sogenannten Pins. Wenn ich mir die zuerst hole, ist im Regelfall einfach leichter. Das heißt, ich gehe jetzt her und hole mir die Anschlüsse. Und da gibt es einen Button, der heißt Pin. Da klicke ich drauf und jetzt kann ich da oben die Parameter einstellen, die ich brauche. Ich könnte drehen, ja, das kann ich mit der Maustaste, da brauche ich nicht da oben. Ich könnte ihm Symbole zuordnen, ein Invertiersymbol. Ich könnte ein Clock-Symbol zuordnen oder invertierte Clock. Das kann man da machen. Im Regelfall braucht man ein normales Symbol, also ohne irgendwelche Sachen. Passt. Dann kann man machen kurz. Also das heißt, Punkt heißt es beim Eagle, kurz, mittellang oder lang. Das ist die Länge des Anschlussdrahtes. Ich empfehle euch Mittel. Warum? Bei Mittel hat Eagle eine Chance, dass er da noch die Nummern hinschreibt, die Anschlussnummern 1 bis 8. Und eigentlich ist das ganz praktisch, wenn man die lesen kann. Hat der IC nicht mehr wie 10 Anschlüsse, dass man einstellig bleibt, geht es auch so. Bei zweistellig empfehle ich auf jeden Fall, das zu nehmen. Also einstellig heißt, wenn er nicht mehr wie 8 oder 9 Pins hat, bin ich einstellig. Bei den Beschriftungen ist das kurz völlig ausreichend. Bei zweistellig 10, 20 bis 99 ist es natürlich mittellang besser, weil er dann besser beschriften kann. Nachdem ich 8 Anschlüsse habe, entscheide ich mich für kurz und jetzt habe ich da einen Pin. Da hinten gibt es noch verschiedene Sachen, ob man den Namen anzeigt, Pin-Namen, Bad-Namen oder beide. Das lasse ich derzeit auf beide, wir werden sehen, was das ist. Und die Direction, das wäre die Funktion des Anschlusses. I.O. ist eine universelle Geschichte. Eingang, Ausgang. Man könnte sagen, der Pin ist nur ein Eingang, der Pin ist nur ein Ausgang, der Pin ist eine Betriebsspannungsversorgung und so weiter. Es gibt mehrere Sachen. Letztendlich ist die Direction nur wichtig für einen Electrical Rule Check, weil der könnte dann überprüfen, ob ich am Ausgang vielleicht irrtümlich was auf Plus geschalten habe und so weiter. Ich persönlich sage mal, wenn ich weiß, was ich tue, ist I.O. einmal die richtige Wahl. Damit entscheide ich selber, ob das ein Eingang oder Ausgang ist. Und der Electrical Rule Check wird sich nicht aufregen, wenn da was falsch ist. Nochmal, man kann damit sehr sichere Symbole bauen, das heißt Symbole, wo man auf Schaltplanfehler draufkommt, wenn man zum Beispiel eben einen Pin falsch beschalten würde. Bei Digital-ICs war das wichtig, heutzutage sind die Pins ja oft programmierbar, Eingang, Ausgang ist gemischt, da bietet sich einfach I.O. an. Swap-Level wäre der Vertauschungslevel, also ob man irgendwelche Pins vertauschen kann, ist in meinem Fall nicht gegeben, den lasse ich auf 0. So. Jetzt habe ich da einen Anschlusspin. Ich weiß noch nicht, wie breit ich wäre. Ich lege ihn jetzt einmal da her. Eagle gibt einen Namen aus, P$1, der ist automatisch vorgegeben. Passt. Werde ich nachher ändern. Ich brauche letztendlich 8 Pins. Ich gehe jetzt einfach her, lege mir mal, was ich, ein paar Pins auf die Seiten.
Und ein paar Pins, das mache ich jetzt schon symmetrisch. 1, 2, 3, 4. Also 1, 2, 3, 4. Symmetrisch um einen Nullpunkt lege ich mir da jetzt auch ein paar Anschlüsse her. 8 Stück brauche ich letztendlich. Jetzt habe ich 8 Pins hergelegt. Passt. Mit dem Stoppsymbol beendet man das. Und jetzt liegen da mal 8 Pins. Da habe ich 5 hergelegt, da habe ich 3 hergelegt. Was ist mein Hintergedanke? Ah, das ist weg der Hintergedanke, super. Da ist er. Ich möchte da die Eingänge haben, wenn es geht, da die Ausgänge, Betriebsspannungen nach oben, Ground am besten nach unten. Das wäre mir eigentlich das Liebste. Und somit ist es so, dass ich halt jetzt die Anordnung intelligent wählen muss. Zum Beispiel sehe ich da, dazwischen ist ein Kondensator, der braucht natürlich einen gewissen Platz. Da kann ich jetzt schon Rücksicht nehmen, indem ich das ein bisschen anders anordne und indem ich es ein bisschen, ich sage mal, intelligent mache, das Ganze. Wie mache ich es in meinem Fall? Ich möchte, dass da zum Beispiel V-in liegt. Das heißt, da möchte ich gern, dass die Plusspannung V-in liegt. Die lege ich mal auf die linke Seite, dann habe ich rechts mehr Platz, das darf ich ja machen. Und jetzt gehe ich her und nehme den Name-Befehl, der ist da unten. Name. Und klick drauf und gib den Namen, den Pin jetzt einen Namen und der Name von dem Pin wird für mich V-in. Ich nehme den Namen her, den auch der Hersteller nimmt, damit ich keine Verwechslung habe, V-in. Ich lege nur auf die herüber Seiten. Ich kann das beliebig verschieben, aber ich ordne jetzt einmal die Namen zu. Dann der nächste Name, der ist da mit Enabled, der geht auch noch Plus. Also gebe ich da gleich mal hin und nenne den EN. Weil der Hersteller den auch so nennt. Dann gibt es den Namen SS und Comp. Na, lege es einfach einmal her. Der wird der SS. Der wird der Comp. Igel gibt prinzipiell Großbuchstaben her. Also braucht man einen gewissen Platz, aber das passt schon. Unten habe ich gesagt, nehmen wir immer Ground. Also nehme ich da gleich einmal einen Ground her. Warum? Weil das Ground-Symbol geht immer nach unten. Na, bietet sich das an, dass ich natürlich das unten hingebe. Plus geht meistens nach oben, also lege ich das nach oben. Gut, die restlichen Anschlüsse sind noch Boot, PH und VSense. Na gut, nenne ich das einmal Boot. PH. Und VSense nennen sie das. Man kann natürlich da ein bisschen abkürzen, wenn einem das irgendwie zu lang wird, aber wenn es geht, sag's Namen, nehmt die gleichen Namen, es ist verwechslungsmäßig wesentlich besser. Man tut es einfach leichter, wenn da irgendwas wäre. Nie zu vergessen, dass diese ganzen Namen Abkürzungen sind. N ist für Enable natürlich, SS ist meistens Soft Start. Also diese ganzen Namen, die man da findet, sind natürlich schon Abkürzungen vom Hersteller. Aber ich würde es einfach übernehmen. Es ist einfach gescheit. Gut, die Reihenfolge habe ich schon mal hergelegt und jetzt denke ich nach. Nachdenken heißt, da dazwischen ist immer ein Kondensator. Das sehe ich jetzt schon und sonst nichts. Es bietet sich an, dass ich da drei Raster Abstand lasse. Warum? Ich weiß ja, dass der Kondensator drei Rastereinheiten hat. Dann kann ich den Kondensator direkt da herlegen. Ist eigentlich sehr praktisch. Dann wird mein Schaltplan gleich mal einfacher werden. Zwischen V-Out und V-Sense liegt der Widerstand, der hat vier Rastereinheiten, mindestens vier. Also ist gescheit, wenn ich überlege, 1, 2, 3, 4, da habe ich jetzt 5. 5 würden auch gehen, ich lasse 5, dann kann ich da den Widerstand herlegen und kann den machen. Vielleicht ist sogar praktisch, wenn ich mir da überlege, auf 6 Rastereinheiten zu gehen, dann kann ich den Widerstand in die Mitten reinlegen. Schaut da wahrscheinlich recht schön aus. Ground liegt eigentlich dann am Rand. Jetzt fange ich schon an, dass ich das Ganze überlege. Von Comp gingen zwei Bauteile raus, die gingen auf Ground. Na, das kann ich nach unten zeichnen, ist kein Problem. Vom Soft Start geht nur ein Kondensator auf Ground, den kann ich auch super zeichnen. Brauche ich auch nicht viel machen. Enable geht ein Widerstand vom Plus runter und der zweite auf Ground. Ja. Da könnte man natürlich jetzt überlegen und sagen, okay, ich nehme den Move-Befehl, habe ich eh schon, ja, und lege mir zum Beispiel den Comp ein bisschen tiefer, schiebe den SS
Slave Start noch, schieb den Nebel noch. Könnte ich so machen und jetzt hätte ich da dazwischen, das war fast zu viel. 1, 2, 3, 4 Rastereinheiten. Das heißt, ich überlege mir, den Widerstand könnte ich quasi jetzt zwischen, na, entschuldige, den oberen Widerstand, R Enable 1 da, den könnte ich eigentlich zwischen V-In und Enable wunderbar da einbauen und ich brauche dann nicht extra wieder irgendwelche Ecken machen. Also meine Überlegungen sind ganz, ganz stark in der Richtung, wie kann ich den notwendigen Schaltplan nachher richtig machen. Die Anordnung passt mir schon ganz gut. Das lasse ich auch so. Das Einzige ist, ich muss um einen Nullpunkt symmetrisch werden. Warum? Das Bauteil muss sich ja drehen können. Und beim Drehen ist das immer irrsinnig praktisch, wenn es symmetrisch ist. Also schauen wir mal. Wir haben 1, 2, 3 Rasteinheiten nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rasteinheiten nach unten. Nicht gut, es sollte symmetrisch sein. Also mache ich ein Group Overall und ziehe das einmal rauf. Jetzt habe ich nach oben 4 und nach unten 5. Das heißt, die wäre nicht ganz symmetrisch, aber ich bin fast symmetrisch. Naja, man muss immer einen Kompromiss machen. Also los ist so. Was ich nicht darf, die Anschlüsse müssen auf einem 100 mm Raster liegen. Bei den neuen Versionen ist es zwar nicht mehr so kritisch, aber bei den alten Versionen ist das ein Muss. Und ich würde es auch lassen auf diesen 100 mm Grid Raster. Also lieber die Unsymmetrie beim Drehen in Kauf nehmen, falls man drehen muss. Geschafft, getan, super, passt. Jetzt kommt als nächstes, ich muss eine Outline zeichnen. Letztendlich zeichne ich jetzt diese Linie rund um das Symbol. Dann machen wir das. Da ist der Befehl Linie. Ich kann jetzt um ein ganzes Raster höher werden beim Zeichnen. Ich kann ein halbes Raster höher werden. Das kann ich mir im Prinzip überlegen, wie es möchte. Ich gehe jetzt ein ganzes Raster hin. Wichtig ist, gezeichnet wird am Symbols Layer, am 94er. Die Strichbreite mit 0,01 ist beim Eagle üblich für Umrisse, also lasse ich das auch und zeichne da einfach die Umrisse. Doppelklick beendet übrigens die Linie. Und jetzt sehen wir schon, das war vom Hersteller vorgegeben, ich habe das im Prinzip ein bisschen umgeändert, eben aus diesen Überlegungen, außer wie ich die Widerstände und Kondensatoren platzieren kann. Aber letztendlich habe ich es ziemlich gleich gemacht, wie es der Hersteller hat. Ich habe mich gehalten an die Idee, die Eingänge auf der Seite, wann es geht, die Ausgänge auf der Seite, wann es geht. Und Ein- und Ausgänge, die man nicht zuordnen kann, ja, die kann ich links oder rechts hingeben. Das ist dann im Prinzip, wie man will. Sehr gut, schaut gut aus, gefällt mir gut. Nächste Sache, ich brauche einen Referenzbuchstaben und ich brauche den Bauteilwert. Das geht im Eagle auch relativ gut. Und zwar, wir nehmen den Textbefehl. Text. Wir geben den Text ein und jetzt muss man wissen, der Referenzbuchstabe ist eine Variable. Also kriegt er das Größerzeichen. Das Größerzeichen heißt Variable und die Variable heißt Name. Name ist die Variable für einen Referenzbuchstaben, also R1, C1 oder wie der halt dann immer heißen wird. Da ist er schon. Achtung, der darf nicht am Symbols Layer stehen. Das wäre der falsche Layer. Wir nehmen natürlich für Names den Names Layer. Wir nehmen die Größe, wie wir es bei uns in der Schule haben, 66 mm. Wir nehmen die Schriftart immer Vektor, damit wir da kompatibel bleiben. Ratio 8 ist okay. Und die Ausrichtung nehmen wir Bottom Center. Das heißt, wir zentrieren den Namen und der kommt letztendlich ja jetzt über die C. Und ich überlege mir den und schaue, ob ich den da herbringe. Name. Also das wird im Endeffekt der Referenzbuchstabe N, N1, N2 und so weiter. Dann, man kann direkt jetzt im neuen Eagle einfach weiterschreiben. Das heißt, das nächste, was ich brauche, ist die Variable mit dem Bauteilwert. Variable heißt größer. Und ihr seht schon, er schreibt da oben. Und der Bauteilwert heißt Value. Enter. Jetzt habe ich da Value stehen. Der kommt natürlich am Values Layer. Der kriegt natürlich die Größe 50 mm laut unserem Standard. Das andere bleibt gleich. Da ist er schon und jetzt setze ich den Value mittig drunter.
Jetzt habe ich zwei Variablen vergeben, die eine Variable für den Referenzbuchstaben, Name, die andere Variable Value für den Bauteilwert. Sehr gut. Ja, ich schaue nochmal drüber. Die Grundsachen habe ich gemacht. Ich habe die Umrisse gemacht, ich habe die Pins gemacht, ich habe es kurz gemacht, weil ich weiß, dass ich nicht mehr wie 8 Anschlüsse habe. Damit kann ich unter zweistellig bleiben, das geht sich aus. Und ich habe die Anschlüsse so montiert, dass ich quasi Ground nach unten habe, plus nach oben. Dazwischen sind Bauteile, dass ich genug Platz habe für die Bauteile und es passt. Ich klicke sicherheitshalber mal auf Speichern, dass ich es habe. Zurück zum Inhaltsverzeichnis. Da gibt es meinen neuen Baustein. Wenn ich was vergessen habe, kann ich ja nochmal zurück, ist nicht schlimm. Nächster Schritt. Wir haben jetzt laut Datenblatt dieses Symbol erzeugt. Herrschaften, das geht in 5 Minuten im Regelfall. Wenn ihr halt über 10 Minuten googelt, dann ist schon wieder besser, wenn ihr es selber macht. Also das ist nicht so viel Arbeit, man muss nur wissen, wie es geht. Nächster Schritt ist das Gehäuse. Ich brauche ja zum Symbol ein Gehäuse und wir erinnern uns, da war da unten die Angabe, wo war es, da ist es schon gewesen, SOIC mit 8 Anschlüsse, einen 1,27 mm Abstand der Anschlüsse und der Body, also der Körper, hat quasi, da steht es, 4,9 lang, 3,9 breit. Na gut, jetzt gehen wir mal schauen, ob Eagle was mitliefert. Ich minimiere das und gehe einfach in die Eagle, ins Eagle Control Panel. Und es gibt bei den Managed Libraries unter Eagle PCB gibt es immer eine Library, die nur Gehäuse hat und die ist recht praktisch, wenn man das weiß. Die schimpft sie Referenz Packages 3D, also Referenz Packages mit 3D. Die wird in den nächsten Jahren wachsen. Und es steht nebenbei, die haben die Namen nach IPC-Standard. Halt, bleibt da. IPC-Standard. Die Vorgängerversion war Referenz-Packages ohne 3D. Da gibt es halt wesentlich mehr, aber da fehlt halt das 3D-Package. Ist aber nicht so schlimm. Wenn das 3D-Package fehlt, kann ich es ja nachladen, aber es sind da sehr viele Packages drinnen. Allerdings sind die Namen, die in der alten Library sind, eher nach GDEC gemacht, also nach der alten Organisation, die wir gehabt haben, und die neuen Namen von der IPC da oben, die sind wahrscheinlich die Zukunft. Das traue ich mir jetzt einmal behaupten, weil natürlich alle Hersteller auf das ein bisschen aufspringen. Da muss man wissen, dass da jetzt Abkürzungen verwendet werden und zum Beispiel SOIC ist die Bauform, 127, oh Wunder, ist natürlich nichts anderes wie von meinem Datenblatt her, wo ist mein Datenblatt jetzt? Entschuldige. Von meinem Datenblatt her, da ist der Pinabstand 1,27. Dann kommt P, das ist jetzt der Körper quasi. Der Körper hätte dann quasi 600, also 6 mm wäre der Abstand. In dem Fall allerdings von der Größe der Pads, das heißt, das wäre der Abstand mit 5,8 bis 6,19, also wo die Pads, man nennt das Aligned Pattern, also wo die Pads da sind, 6 mm. Dann kommt hinten noch die Höhe und ein paar Angaben. Damit das leichter zu merken ist, empfehle ich euch einfach einmal da drauf zu klicken. Bei 3D-Packages sehen wir da das Büdel und da oben sehen wir auch schon, 8 SOIC 8, an 27 mm Pitch, 6 mm Spannweite, Span heißt Spannweite der Pads, wohlgemerkt. Und jetzt kommt der Body, der Körper 49 mal 39 mal 1,44. 49 mal 39 mal 1,44, naja, schauen wir mal da. 49 mal 39 mal 1,75, 1,44, das heißt, die Höhe ist ein bisschen mehr bei unserem Chip, aber ganz ehrlich, das schenke ich mir in dem Fall, das sind 2 Zehntel oder 3 Zehntel mehr. Das würde ich mir in so einem Fall schenken. Wenn ich es ganz genau brauche, muss ich es halt umzeichnen. Wenn ich damit zufrieden bin, passt es. Das heißt, wenn der IC mit dieser Bezeichnung für mich passt, dann nehme ich natürlich auch her. Den gibt es auch bei den Footprints, weil Footprint und das andere hängt natürlich zusammen. Das heißt, man kopiert ja immer beides eigentlich eine.
Und somit habe ich den gleichen Footprint da nochmal. Da steht auch dasselbe wieder. Und ich entscheide mich jetzt auch für diesen und kann den einfach kopieren. Ich empfehle euch da einfach, ja, ihr könnt den da kopieren, ihr könnt ihn auch da kopieren. Wenn man das am 3D-Package kopiert, kopiert er automatisch den Footprint mit. Das hat in gewisser Weise Vorteile. Rechte Maustaste, Copy to Library. Und schon ist in meiner Library jetzt dieser neue Footprint drinnen und auch das neue 3D-Package. Sehr praktisch. Jetzt habe ich Symbol selber gemacht. Das Package ist ein IPC-Package, das habe ich mal kopiert. Ich könnte von jeder Bibliothek das Package eine kopieren, aber natürlich bei neuen Sachen gehe ich gleich nach IPC und mache das vernünftigerweise so. Ich habe den Footprint. Das Einzige ist, ich habe noch kein Device, also noch kein Bauteil. Das heißt, das Device verheiratet euch automatisch das Symbol mit einem Footprint oder mehreren Footprints. Es könnte ja sein, dass der Chip mehrere Gehäuse hat. Dann müsste man natürlich auch mehrere Footprints haben. In dem Fall brauche ich nur ein Gehäuse, also genügt mir das. Und jetzt kommt der letzte Schritt, dass man sagt, das immer das Verheiraten, das Zusammenfügen von dem Symbol mit dem Footprint und dem entsprechenden 3D-Package. Ein wichtiger Vorgang, aber geht sehr einfach. Wir gehen auf Add Device. Wir wollen ja ein neues Device adden. Er fragt nach einem Namen. Sinnvollerweise nenne ich den wieder TPS 54331, weil dieser Name ja eigentlich Sinn gibt. Neues Device erzeugen, ja. Da ist es schon und jetzt habe ich ein neues Fenster gekriegt. Dieses Fenster wird mein Symbol. Dieses Fenster, jetzt ziehe ich mal größer. Dieses Fenster, da werde ich das Package verheiraten mit dem Symbol. Da werde ich eine Voransicht vom Package kriegen und da werde ich eine Voransicht vom 3D kriegen. Da unten kriege ich mein Präfix oder Prefix, entsprechenden Referenzbuchstaben. Und da kann ich noch irgendwelche Informationen eingeben über das Bauteil. Was cool ist, man kann da unten sogar HTML-Links, also direkt einen Link zum Datenblatt-Ordner machen oder auch ins Internet zu seinem Ordner, sofern das von der Organisation erlaubt ist. So, wie geht's? Erster Schritt, ich brauche das Symbol. Naja, Add Path, Klick. Er bietet mir alle an. Wir haben das TPS-Symbol. Lege ich am Nullpunkt. Escape beendet das zweimal. Jetzt steht es da. G$1, das wird mein Referenzbuchstabe. Und Value wird mein Bauteilwert. Und das sind meine Anschlüsse entsprechend. Das Bauteil hat kein Swap-Label, hat kein Next-Label. Was das ist, erkläre ich gerne mal anders mal, aber das würde jetzt zu weit gehen. Da kann man also mehrere Einheiten pro IC, die gleich sind, aufrufen. Das braucht man in dem Fall nicht. Und ich könnte auch das G$1 mit einem anderen Namen belegen, brauche ich in dem Fall nicht, weil das ja nur ein einziges Bauteil ist. So, ich habe das Symbol. Ich brauche ein Package. Na, neu. Add Local Package. Da ist es schon. Er bietet mir eigentlich nur mehr das an, weil das andere ja bereits vergeben ist, beziehungsweise nicht passen würde, weil das zu wenig Anschlüsse hat. Das überprüft er. Ich kann das nochmal anschauen, das passt. Und ich kann einen sogenannten Variantennamen vergeben. Also ich könnte da den Zusatz eingeben, DIL-Gehäuse, und es gibt vielleicht noch ein zweites Gehäuse, SOIC und vielleicht gibt es noch ein SSOB. Also da könnte man mehrere Varianten, mehrere verschiedene Footprints benennen. Ich habe nur eins, ich lasse das einfach frei. Er schreibt mal so hin, dieses Package mit diesem 3D-Package und da unten steht jetzt der Name des Package und da steht bei Variant nur 2 Hochkommastrichel, das heißt, es gibt kein Variant. Und das Rufzeichen heißt, sie sind nicht verbunden. Das heißt, unser System weiß nicht, welcher Anschluss vom Symbol mit welchem Pin verbunden ist. Die Dinger heißen Pin, das ist der Pin 1, Pin 2, Pin 3, Pin 4, 5, 6, 7, 8. Das sind die Pins. Das ist falsch. Das sind die Pads und das sind die Pins. Das heißt, das Pad 1, Pad 2, Pad 3, Pad 4, Pad 5, 6, 7, 8
muss verbunden werden mit irgendeinem von diesen Pins. Die Pins haben den Namen VIN, Enable und so weiter. Na gut, klick nochmal. Doppelklick. Und jetzt sagt er, vom Schaltplan-Symbol G$1, wir haben nur eines, darum heißt es in dem Fall irgendwie Gatter $1 oder Gate $1, würde es glaube ich heißen. Der Boot-Anschluss wird verbunden mit welchen Namen? Aha, mit welchem Pad? Naja, jetzt brauche ich natürlich das Datenblattl, anders wird es nicht funktionieren. Jetzt muss ich da ein bisschen zaubern. Na, kann ich nicht. Na gut. Ich fahre im Datenblattl wieder rauf. Und irgendwo im Datenblatt ist natürlich das Pinning. Schauen wir uns das an. Wichtig ist, dass wir das richtige Pinning verwenden müssen, und zwar für das Gehäuse, das wir haben. So, das ist ein langes Datenblatt, dauert ein bisschen, halt, da sind wir. Da steht jetzt, wir haben das 8-Pin-SOIC Gehäuse. Es gäbe auch ein 8-Pin-SOIC-Gehäuse bis Powerpad, das haben wir nicht, wäre aber in dem Fall gleich, war nicht schlimm, aber die können verschieden sein. Das heißt, Boot ist 1, VIN ist 2. Boot ist 1. Doppelklick. Boot ist 1. VIN ist 2. Also immer die blau sind, werden verheiratet, der Doppelklick führt das durch. Enable ist 3, SS ist 4. Okay, Enable ist 3, Doppelklick, SS ist 4, Doppelklick, steht schon da. VSense ist 5, Comp ist 6, VSense ist 5, Doppelklick, Comp ist 6, Doppelklick. Ground ist 7, PH ist 8, Ground ist 7, Doppelklick, PH ist 8. Und jetzt kommt eigentlich das Wichtigste zum Schluss. Vergleichen wir das nochmal. 1 ist Boot, 1 ist Boot. 2 ist VIN, 2 ist VIN. 3 ist Enable, 3 ist Enable. 4 ist Softstart, passt. 5 ist VSense. 6 ist Comp. 7 ist Ground, passt. Und 8 ist PH, passt. Wichtig, zweimal schauen. Wenn man da einen Fehler macht, ist die Printplotten mit Sicherheit unbrauchbar. Sehr gut, und jetzt sehen wir, was passiert ist. Jetzt stehen die Pins schon da daneben. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich gesagt habe, solange es einstellig sind, geht es leicht. Wenn es zweistellig wird, ist dieser Pin meistens zu kurz. Das ist dann schlecht, da ist eben dann besser, man nimmt diese mittellangen her. Ja, cool. Was wir jetzt noch brauchen, ist der Prefix. Nachdem das ein analoger Chip wird, ist zwar heute schwierig auseinanderzuhalten, aber ist analog, gehe ich da her und sage, das ist ein analoger Chip. Und jetzt kann ich bei Description da unten eingeben, zum Beispiel, der Hersteller ist Texas Instruments, das kaufe ich ein bei der Firma, sage ich jetzt einmal Mauser, und ich kann da hinten natürlich eine Bestellnummer von Mauser hingeben. Ich erspare mir das jetzt, gut, naja, gut, okay. Dann mal schnell googeln, weil sonst ist das ja eigentlich auch ein Blödsinn. Also googeln wir halt schnell mauser.at und dann braucht man nur eingeben TPS 54331 Enter. Naja, sollte natürlich auch gehen. Und dann sollte der Mauser den natürlich auch lieferbar haben und alles. Da ist er schon, jetzt muss man aufpassen, dass wir das richtige Gehäuse entsprechend erwischen. Da sind immer hinten diese ganzen Kürzel dabei, ist aber gleich. In dem Fall ist das SU8, das ist nicht das Thema. Er kostet, das ist er, na, DDAR ist er nicht. Wir erinnern uns, DDA war das Gehäuse, das ist in dem Fall nur das Gehäuse, die Package. Also das DDAR war falsch. DR wäre richtig, das wäre der richtige. Da haben wir die Teilennummer. Die kopiere ich mir und gebe es da zum Beispiel rein. Somit weiß ich auch gleich, was ich für Bestellnummer habe. Und nochmal, ihr kennt da drinnen im HTML-Code auch die ganze Webseite verlinken. Also man kann da
richtig einen Link baut, dass man gleich zum Datenblatt kommt oder zum Hersteller, zum Lieferanten. Ganz egal, man kann sich da wirklich eine ordentliche Bibliothek auflegen, ist kein Problem. Man kann auch da unter Technologie, könnte man verschiedene Gehäuse zuordnen. In unserem Beispiel wäre zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich sage, wenn da mein Datenblattl ist, dass das die Package, welches D wäre quasi das Gehäuse SO, und das andere Package heißt DDA. Das heißt, man könnte da jetzt einfach hergehen und könnte den Varianten D bezeichnen, dann hätte man gleichzeitig das D dabei stehen. Ich mache das vielleicht ganz kurz, dass man da mal das sehen, wenn man hergehen und den Varianten umbenennen hat, das war jetzt falsch, na geh her. Da gibt es jetzt Technologie, nein, das möchte ich nicht umbenennen. Da habe ich Varianten, nämlich ich könnte da jetzt ein D hinschreiben. Dann wüsste ich das Gehäuse mit D hinten. Auch da bei der Bestellnummer D wäre das gleich. Also man kann den Varianten auch benennen. Wenn man nur einen hat, ist das Ganze nicht wichtig. Wenn man mehrere hat, jawohl, dann muss man es machen. So, eigentlich habe ich es geschafft. Das war's. Jetzt klicke ich nur noch auf Speichern. Und ich habe jetzt ein komplett neues Bauteil erstellt, ein neues Symbol erstellt. Und wenn ich jetzt da auf DPS 54331 gehe, dann habe ich das Schaltsymbol mit diesem Gehäuse und dem 3D-Packages mit der Zusatzinformation verheiratet und ich habe mein Bauteil für den Gebrauch in irgendeiner Bibliothek fertig. Zum Schauen, ob es wirklich passt, ganz kurz nur, dann höre ich auf. Wir gehen einfach auf, ich mache das jetzt sehr flott, Datei, neue Schaltplan. Ich muss nur schauen, dass ich meine Bibliothek aktiviert habe, weil sonst gibt es da Katastrophen. Das heißt, zuerst einmal keine Bibliothek laden, sonst habe ich so irrsinnig viel. Und dann lade ich nur die. So. Da ist jetzt mein neuer Schaltplan. Ich tue das ohne Rahmen, ohne alles. Das geht mir nur ums Anschauen. Ich gehe auf Add Part. Da ist VREC. Da hätte ich den neuen IC. Doppelklick. Da wäre er schon. Somit habe ich mein Schaltplansymbol und wenn ich jetzt das Board mache, kriege ich da den Baustein dazu. Und ihr seht, was passiert ist. N1 TPS, die Beschriftung passt, und da N1 TPS 54331 und da ist das D vom Variantennamen. Ganz perfekt, ganz super und genauso soll es eigentlich sein. Wenn man das so macht, hat man in kürzester Zeit einfach das fertig. Kürzester Zeit ist insofern ein Problem, wenn es 30 Minuten braucht, aber das ist nur, weil ich so viel geredet habe. Gut, liebe HTLer, HTLerinnen, soweit zum Erklären, wie man einen kompletten Bauteil quasi anlegen kann.